Herzlich willkommen zurück hier bei Wir sind Movies. Heute sind mit mir Max und Markus, wer auch sonst. Und es geht heute darum, worum es eigentlich das ganze Jahr geht, nämlich was waren die besten und was waren die schlechtesten Filme dieses Jahres. Wir stellen jetzt 5 Flop-Filme vor. Schon beim Jahresrückblick geht es um Filme. Genau. Wir stellen jetzt 5 Flop-Filme jeweils vor. Davon werden wir aus zeittechnischen Gründen jeweils auf die ersten 3 genauer eingehen. Auf die 2 davor werden wir ja Name-Dropping betreiben sozusagen. Und dann gibt es auch noch so Markus. 2 Überraschungsfilme, die uns positiv, vielleicht auch negativ überrascht haben. Und wir haben die Listen bereit. Und wer fängt denn jetzt von uns an? Wer fängt mit seiner Nummer 5 an und sagt denn da was dazu? Hä, ich habe gedacht, wir fangen dann jetzt mit der Nummer 3 von den Flops an. Ach, Markus, wir machen jetzt... Ja, ich nenne einfach nur die Nummer 5. Ja, Nummer 5 und kannst doch kurz was dazu sagen. Okay, Max fängt an. Nee, fang du an. Marius fängt an. Ich fange an, okay. Ja, komm, ich fange an. Nee, mach. Okay, ich pack die Liste aus. Obwohl, ich wundere mich jetzt, warum Markus gesagt hat, dass ich anfangen soll. Warum nicht? Weil... Oh, nee, nein, du darfst nicht anfangen. Ich nehme mal hier meine Flop 5 und damit kann es schon passieren, dass hier direkt jeder im Raum, nicht jeder im Raum, sondern jeder vom Computer abschaltet. Meine Flop 5 ich würde auch gerne abschalten. The Raid 2, ihr müsst euch jetzt nicht so wundern, die ist nicht mir, die ist Markus, weil der fand den Film noch beschissener als ich. Und ja, was kann ich dazu sagen? Ich fand den ersten eigentlich relativ in Ordnung. Aber was ist da kaputt? Der zweite war ich dann irgendwie, keine Ahnung, warum ich da mit im Kino war. Auf jeden Fall... Das frag ich mich auch. Ich mich nicht. Ja, 2,5 Stunden rumgekloppe, war mir irgendwie zu viel. Und von daher kann ich verstehen, wenn man das geil findet. Ich fand sogar diese Schlägerei im Knast, war das glaube ich, fand ich super geil. Im Schlamm. Genau, und aber alles andere war mir einfach zu viel und da bin ich irgendwann raus. Und leider war The Raid 2 dann meine Flop 5. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es ein Flop-Film war. Ich würde auch nicht sagen, dass es eine Enttäuschung war. Er hat mir einfach nicht gefallen so. Deswegen, weißt du, was ich noch skurril finde? Ja. Die Ränder von der DVD erinnern mich voll an B-Movie, das Honigkomplott. Ach so, von denselben Bienen. Ist von denselben Produzenten. Von den Bienen. Ja. Dieselben indonesischen Produzenten. Okay, ich packe den direkt wieder weg und jetzt, ich würde sagen, Max macht weiter. Ja. Deine. Das Schlimme ist, ich habe das schon mal angekündigt, ich habe so gut wie keine richtigen Flops das Kinojahr gesehen, deswegen ist es mir auch unglaublich schwer gefallen. Dann sag halt lieber nichts, weil ich finde, jetzt ohne dich diskreditieren zu wollen, aber ich habe so oft das Gefühl, ich könnte jetzt eine Grundsatzdiskussion losbrechen, was ist ein Flop-Film? Und wenn du sagst, du bist in den Film wenn reingegangen... Wenn du mich fertig erläutern lässt, dann differenziere nee, ich möchte nicht, dass du das nicht... Dass du möchtest nicht, dass ich das nicht mehr erläutern genau. Also, was ich sagen will, das kann doch kein Flop sein, du hattest keine Erwartung daran, aber ist ich habe ja auch gesagt, ich habe ja gesagt, es ist kein Flop und es ist keine Enttäuschung. Es ist kein ich Flop. Ich war nur einfach nicht Fan von dem meine Film. Flop 5? Nee. Ja, ist egal. Soll ich aber was sagen, ganz kurz jetzt. Ich habe das Thumbnail für dieses Video fertig gemacht und habe absichtlich reingeschrieben, Enttäuschungen, Flops und Überraschungen 2014. Mhm. Was überraschend enttäuschende Flops. Zwingend ein Flop sein muss, weil zu den richtigen Flops 2014 kommen wir noch. Bitte, Max. Gut. Und um das fertig auszuführen, ist einfach... dass ich mir Filme rausgesucht habe, die im negativen Sinne nicht ganz die Erwartungen erfüllt habe, die ich vorher eben an den Film gehabt habe. Und Platz 5, also der wirklich noch sehr gut war, nur kleinere Mängel gehabt habe, wo mich gestört haben, ist Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal. Ganz einfach aus dem Grund, was ich auch schon in der Kritik, wenn ihr die vielleicht gesehen habt, erläutert habe, dass mir die Figurenentwicklung, um es ganz kurz zu machen, also es war für mich keine relevante Figurenentwicklung vorhanden, die bei dem Film, der als Satire angelegt ist, vielleicht auch gar nicht da sein muss. Aber da er so Streusel ausgelegt hat über das Hintergrund oder über das Leben des Luke Bloom. Luke Bloom heißt er, ja genau, das weißt du ja noch. Der macht, als würde er das alles ablegen. Da steht nichts drauf auf dem Zettel. Das steht, das ist mein Einkaufszettel, aber egal. Ja, deswegen, die Komponente wurde halt angerissen, aber nicht ausgeführt. Das fand ich sowas ähnliches wie ein loser Handlungsstrang. Deswegen ist Nightcrawler bei mir auf der 5. Ich betone nochmal, ich habe keine, bis auf einen, habe ich keine richtigen Flops in der Liste. Aber Nightcrawler wäre dann meine 5. Okay, das war jetzt fast schon wieder zu ausführlich. Aber bitte, Markus. Bei mir Flop 5, Noah von Darren Aronofsky. Nein!
da könnte ich mich jetzt aber auch aufregen. Auch nicht, weil es einer, also es ist schon einer der beschissensten Filme des Jahres. Was? Aber halt auch gemessen an meinen Erwartungen, denn ich finde die ganzen Konflikte, die Figurenzeichnung, die Dramaturgie, da hat mir nichts richtig gefallen. Das war für mich ein bisschen zu forciert. Es wird Aronofsky ja immer nachgesagt, dass seine Filme durchaus was Prätentiöses haben. Sein wahrscheinlich prätentiösester Film, The Fountain, zählt zu meinen Lieblingsfilmen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in diese gleiche Kerbe hineinschlagen möchte. Allerdings war ich einfach so von diesem kompletten Grundkonzept einfach mega enttäuscht. Wenn das Ganze nur ein 90-Minuten-Film gewesen wäre, so einfach nur komplett mythisch und vielleicht ein bisschen sperriger und nicht so sehr Mainstream und hanebüchen und teilweise auch blödsinnig von den Effekten, dann hätte es mir gut gefallen. So ist es für mich halt einfach nur eine 5 von 10. Und weißt schon, dass dafür in die Hölle kommst? Und wenn Hermine Granger nicht mitgemacht hätte, vielleicht sogar eine 4 von 10. Wahrscheinlich. Genau. Ich mache mit der 4 weiter und gebe jetzt mal ein einfaches neues Tempo vor, weil das war jetzt schon sehr ausführlich teilweise. Meine Nummer 4 ist ganz einfach 47 Ronin. Den haben wir zusammen geguckt. Ja, und dann kommt auch bei dir noch. Das ist auch meine Nummer 4. Dann haben wir das gleich schon abgehandelt. Und das ist fantastisch. Auf jeden Fall, ich habe gar nicht viel zu dem Film zu sagen. Einfach, ich fand den Pissen langweilig. Und das war es eigentlich schon. Er war einfach rotzenkack langweilig. Der Film hat überhaupt nichts Individuelles. Der hat manchmal ein paar coole Top-Shots und du denkst dir so, saugeil, da ist jetzt was Individuelles. Und dann verpufft es halt, weil nichts passiert und der Film ist halt den braucht kein Mensch. Auch eine Szene fand ich ganz gut. Das war, wo er so in so einem Tempel war, wo dann diese, ich weiß auch gar nicht mehr, wo aussieht, als würden so Stofflaken so durch die Gegend schwingen. Das sah ganz korrekt aus, aber das täuscht halt nicht darüber hinweg, dass sonst alles Müll ist. Genau. Dann ist unser beider Platz 4 schon abgehandelt. Das Wort geht an Herrn Fischer. Ja, ich habe überlegt, ob ich erstmal den nächsten Kontroversen bringe, aber mache ich nicht. Ich bringe einen, wo wir eigentlich zumindest einigermaßen konform gehen können. Und zwar ist bei meinem Platz 4 der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere. Auch aufgrund von enttäuschten Erwartungen. Wer mehr wissen will, schaut die Kritik, die wir dazu gemacht haben. Kommt einfach für mich nicht an Herr der Ringe ran. Vor allem, weil er auch einen anderen Ansatz hätte verfolgen können, aber probiert hat, was zu sein, was er nicht sein kann. Punkt. Ja, ich bin wütend. Dann kommen wir jetzt, das ging sehr schnell, zu unserem Platz Nummer 3 und ich finde, wir haben uns ganz gut eingegroovt und ich lege jetzt einfach mal los. Mein Platz Nummer 3, das war auch einer unserer ersten Videos auf diesem Kanal, wenn ich mich nicht komplett irre. Und zwar ist das Spider-Man 2. Das wäre wirklich. Das war unser allererstes. Ja. Aber unser, ich glaube, unsere zweite reguläre Review zum Kinofilm war zu Godzilla und das ist auch meine Nummer 3. Ich fand Godzilla auch sehr langweilig, ja, muss ich sagen. Der Trailer fand ich auch schrecklich. Sehr langweilig und sah ganz gut aus. Ich fand auch den Godzilla, der aussah wie dieses Barney-Vieh, ganz cool. Meinst du Barney Stinson? Und ja, genau. Und ich muss sagen, so jetzt rückblickend betrachtet, fand ich den eigentlich gar nicht mehr so unendlich schlimm, wie ich ihn direkt danach fand. Deswegen ist er auch nur auf Platz 3, sonst wäre er vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne gerückt. Platz Nummer 0! So, und ja, das waren keine schauspielerischen Glanzleistungen in dem Film. Und außer Bryan Cranston, der cool war. Aber der ist ja dann auch, Spoiler, direkt abgekackt. Und am Jahresende kann man sowas... Gewusst? Hast du das gewusst? Und ja... Geil wäre es gewesen, wenn Max sich jetzt so hingerockt hätte. La, la, la. Godzilla bei mir, Platz 3 der Flops. Der drittschlechteste Film aller Zeiten in 2014. Maximilian oder Markus, ich weiß es nicht mehr. Maximilian. Ich bin jetzt schon, also ich habe das mir jetzt so durcheinander gemacht. Das heißt, der Film, der jetzt kommt, ist eigentlich auch, nicht jetzt so schlecht. Der soll nicht so schlecht. Der soll nicht so schlecht wegkommen, wie er jetzt auch wieder hier dasteht auf Platz 3. Ist der Pate! Oder sagen wir, der Pate 2! ist Maleficent, unsere sehr mündigen und was weiß ich Zuschauer werden garantiert mich besser verstehen wie diese zwei Hetzkampagnenleiter, vor allem er hier, der sowieso immer am Hetzen ist, vor allem wenn es gegen sich selbst geht, liegt einfach daran, wie gesagt, ich habe keine Flops, aber Maleficent liegt genau da, weil die Anfangsszene im Vergleich zum Rest mir so unglaublich gut gefallen hat, dass ich dass der Rest vom Film halt eben abgefallen ist gegenüber dieser wirklich 10 von 10 Anfangsszene. Deswegen, und weil wir wirklich Alternativen am Flops fehlen, muss ich das irgendwie auffüllen und ich muss mich
rüber retten bis zu meinem nächsten Platz. Ja, wie gesagt, der tatsächlich dann ein richtiger Flop ist. Wie gesagt, ich habe es ja auch Anfang vom Video und jetzt auch nochmal ausdrücklich. Es geht auch um Enttäuschungen. Es geht auch um Enttäuschungen oder Filme, die wir halt nicht so gut fanden. Und ich meine, also, du hast ja jetzt auch tatsächlich. Schaut euch Maleficent an. Weil allein schon wegen dieser grandiosen Anfangssequenz und lasst euch nicht von mir irritieren, aber ich muss, wie gesagt, hier diese Liste voll machen. Ansonsten kriege ich von der Geschäftsführung Sachen. Genau. Und damit darf zum ich? Dritten ja. Platz von Markus. Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Ich bin da einer guten Freundin zuliebe mitgegangen, die gesagt hat, ja, es will keiner mit mir reingehen. Hätte ich ja nicht mitgehen müssen. Im Endeffekt hätten wir es uns wahrscheinlich beide schenken sollen, aber wir waren da wenigstens einer Meinung nach dem Film, denn das ist einfach ein Film, der aus Kalenderblattweisheiten besteht und dann halt irgendwie pseudophilosophisch sagt, so, das größte Glück ist es, wenn man geliebt wird. You don't say. Ja, das ist halt, da habe ich mich richtig geärgert, dass das so ein stumpfsinniger Scheißdreck ist und dass dann auch zwei super geile Schauspieler wie Simon Pegg und Rosamund Pike halt auch voll verheizt werden. Und von wem war der Film? Von Peter Chalson. Sagt mir nichts. Der hat Weil es dich gibt gemacht mit John Cusack und Kate Beckinsale. Der ist auch nicht überragend, aber der ist eigentlich ganz süß. Das ist eigentlich so ein typischer Weihnachtsliebesfilm. Okay, und damit kommen wir schon zum glorreichen Platz 2. Und der ist nämlich bei mir. Und da ist es ein typischer Fall von, den habe ich gerade erst gesehen und bin auch voll drin, weil das ist die Neuverfilmung von Robocop. Ich muss Robocop. Dazu sagen, ich habe Robocop. Ersten Robocop überhaupt nicht gesehen und werde hier ausgelacht. Ich habe den ersten Robocop überhaupt nicht gesehen, kann von daher überhaupt nicht beurteilen, inwiefern der jetzt besser oder schlechter ist oder überhaupt. Ich fand den Film einfach grottenkacke, ey. Und das, was zum einen daran lag, dass ich ein Problem damit habe, wie der seine Sozial-Gesellschaftskritik äußerte, durch diesen, also durch Samuel L. Jackson, der da so ein Fernsehmoderator war, der übrigens, also ich glaube, es hatte nie jemand im Film ein schlechteres Toupet an als Samuel L. Jackson in diesem Film. Das sieht so kacke aus. Und der Film konnte sich nie so von diesem gesellschaftskritischen Unterton loslösen und alles war davon behaftet und alles war davon abhängig und das war so unendlich langweilig. Das war wirklich so ein absoluter 0815 Action-Müll. Konnte ich nichts damit anfangen. Absolut nichts. Und dann waren auch noch alle Schauspieler, trotz eines relativ guten Casts eigentlich, mit Samuel L. Jackson, Michael Keaton und Gary Oldman. Und Jay Baruchel. Der Michael Keaton auch, der war dieses Jahr richtig gut vertreten im Kino. Ja. Da hat übrigens nicht Batman, gut Batman und Commissioner Gordon in einem Film. Geil. Und trotzdem ist er kacke. Das ist schon allein genug Grund für meine Platzierung Nummer 2. Bitte, Max. Ich habe das Gefühl, du willst was sagen. Platz 2 habe ich nicht. Du hast keine Platzierung. Ich habe keine 5 Flops. Okay, dann macht Markus jetzt weiter. Der Bub macht mich Max, so fertig. Ich hätte einen zweiten Platz für dich. Wie wär's mit Robocop? Nehmen wir! Robocop. Nee, ich glaube, also, ich nehme Hör. Meine Flop 2 des Jahres ist Pompeii 3D. Den haben der Jakob und ich uns zusammen im Lichtspielhaus unseres Vertrauens gegönnt. Und wir sind ja eigentlich voll die Fans von Paul W.S. Anderson. Also, keine Ahnung, die Resident Evil-Filme sind wir ziemlich am Feiern. Und da haben wir gedacht, okay, das wird so ein, ja schon blödsinniges und klischeehaftes Katastrophen-Liebesdrama. Und ja, klischeehaft und blödsinnig war es dann, aber die Effekte waren zwar ganz geil, aber ich habe selten so ein hölzernes Liebespaar gesehen. Das Einzige, was cool daran ist, ist die Tatsache, dass der Kiefer Sutherland als Antagonist sich selber voll am Feiern ist. Und der, das hatte ich damals in der Cinema gelesen, hat scheinbar irgendwie gemeint, ja, ich war so überzeugt von dem Drehbuch, ich fand das so grandios. Selten ein beschisseneres Drehbuch. Also jetzt ohne Spaß, da funktioniert gar nichts. Die Liebesgeschichte funktioniert nicht. Die Action-Szenen sind halt einfach nur kompletter Blödsinn. Und das Schlimme ist, der Paul W.S. Anderson, der kann 3D-Action halt inszenieren. Das hat er mit den auch blödsinnigen Resident Evil-Filmen gezeigt. Die sind doof, aber die sind halt stylisch. Und Pompeii, also auf eins kannst du immer zählen. Blödsinnig. Und Pompeii ist halt einfach nur schlecht. Genau. Jo war kacke, 3 von 10. Jo war kacke, 3 von 10. Gut, Max hat keine Nummer 2. Dann stoße ich jetzt vor zu meiner Nummer 1. Die wird für euch und auch für einige Zuschauer, die wir ja tatsächlich haben, relativ Hallo Mama. Vorhersehbar sein. Und zwar war es, wie soll es anders sein, Transformers 4.
Und ich glaube, in der Review... Die Transformers. Ist jetzt, die ist, ja, ist nach... oh Mann, ey. Immer gehen die Gags auf meine Kosten. Die ist nach der Review, die jetzt zwei Videos her ist, relativ vorhersehbar, die Nummer 1. Ich brauchte eigentlich auch gar nicht mehr so viel dazu zu sagen und verweise auf die Review, weil da wurde eigentlich alles von meiner Seite aus gesagt. Und ja... Komm, mach weiter. Deine Nummer 1. Nee, ist auch Transformers. Ich muss nur gerade lachen, weil auf meiner Flop-Liste einfach alles durcheinander steht. Nightcrawler, Hobbit, Transformers, Maleficent 01, nicht vergeben. Ebenso hingeklatscht. Also meine 1 ist auch Transformers 4. Ähnliche Gründe wie bei Marius. Und Bumblebee hatte zu wenig Screentime. Okay. Transformers. Ja, mein Flop des Jahres ist Godzilla, weil ich da sehr hohe Erwartungen dran hatte. Ich fand den Trailer sehr, sehr stylisch, weil das halt auch alles so ein bisschen... ja, kryptischer irgendwie gewirkt hat und ich hatte gehofft, dass dann alles so ein bisschen fragmentiert dargestellt wird, aber der Godzilla halt irgendwie auch immer im Bild ist und Godzilla hat halt unendlich wenig Screentime. Die Story ist halt so Pseudo-Katastrophendrama auf über 2 Stunden gezogen und da hat mich nix so richtig überzeugt, bis auf den Showdown, den ich dann, also der überhaupt nicht mehr zum Ton passt, den der Film die 90 Minuten vorher anschlägt und das war dann ganz geil, aber ja, ich bin dann eher Fan von diesem Spaß-Godzilla von Roland Emmerich. Der ist halt wirklich richtig geil und der will halt auch einfach nicht mehr sein. Und hier ist es so, man weiß, was Gareth Edwards drauf hat, weil Monsters, sein Debütfilm, wo er fast alles irgendwie in Eigenregie gemacht hat, ist halt echt grandios und hat Atmosphäre. Und Godzilla geht das halt alles ab und er hat auch echt auch wieder so total hölzerne Figuren, die mich überhaupt nicht mitreißen, zu denen ich keine emotionale Verbindung herstellen kann und deswegen ist das für mich nicht der beschissenste Film des Jahres, denn das ist, es sei hier wieder erwähnt, Paris um jeden Preis, die großartige französische Tragikomödie und jo. Kann man auch wieder auf unsere Review Godzilla verweisen. 5 von 10, totaler Müll. Ja. Tragikomödie, nicht Tragikomödie. Jetzt kommen wir noch ganz schnell, bevor das Video in Überlänge gerät, zu unseren, ja, so kleine Überraschungen, die uns verblüfft und verzückt haben oder eben nicht. Und ich fange direkt an, weil ich gerne eine Lanze brechen will. Ich habe gesehen, Who Am I? Kein System ist sicher. Mit Elias Mbarek, Tom Schilling, Motan, Milke, Möhring und Technik. und fand den. Echt? Echt? Ja, bei Technikfrage. Wie heißt der? Technikfrage. Technik. Ja, wie heißt der wieder? Mensch. Technik. Der hat so einen französischen Namen. Technik? Monet Junior mit Nachnamen oder so. Egal, auf jeden Fall habe ich den gesehen und fand den. Technik. Ist das jetzt der Running Gag? Ja. Ja. Nee, der Running Gag, oh Gott. Ja, den habe ich gesehen und der war echt sehenswert. Empfehle den auch euch beiden und lege euch den ans Herz. War zwar am Schluss vielleicht ein kleines bisschen überambitioniert, aber alles in allem fand ich den echt klasse und war für den deutschen Genrefilm ein absoluter Schritt nach vorne in meinen Augen. Maximilian, bitte übernehmen Sie. Ich habe keine Überraschung. Nee, also ich... Hab wirklich, ich muss mir jetzt die Überraschung so aus dem Finger ziehen, aber ich habe... Ob du da was findest. Ich nehme... Ach, auch Godzilla, ja. Hat mich der Trailer so überrascht. Nee, ich nehme eine negative Überraschung, die ich eben schon erwähnt habe, eine positive. Ich fange jetzt mit der negativen an. Ach doch, das ist auch Transformers 4. Wie ich in der Kritik mal erwähnt habe, bin ich eigentlich relativ großer Transformers-Fan von allen 3 Teilen, sogar vom 2., auch wenn ich da die Kritikpunkte durchaus verstehe. Hab aber immer, gerade von der Besetzung her, fand ich sehr sympathisch, damals noch mit Shia LaBeouf und den Frauen. Und der 4. Teil, da hatte ich dann eigentlich... Michael Bay wäre gerade stolz auf dich, es ist egal, wie die heißen. Hoffe, dass ich bin mit. Transformers 4 habe ich trotzdem keine hohen Erwartungen gehabt. Die erste halbe Stunde ging dann auch relativ gut los. Also ich finde, der hat dann eben alles gehabt. Fast alles, was auch die anderen Filme hatten. Kein Shia LaBeouf, aber dafür Frauen. Leider ging es danach halt, wer die Kritik gesehen hat, kann das nochmal nachverfolgen. 1,5 Stunden bergab. Ging es 1,5 Stunden bergab, dann eine Minute nochmal hoch und dann wieder 1,5 Stunden bergab. Dann waren wir bei 5 Stunden, dann haben noch 5 Stunden gefehlt, dann war der Film rum. Und deswegen war das die Negativüberraschung, auch wenn es schon eine Leistung war. Markus, wie überrascht bist du jetzt? Ach so. Das ist die Überraschung, dass du jetzt dran bist. Ja, überrascht. Ich bin sehr überrascht.
Nee, warte. Ganz schnell. Moment. Ja, ich guck dran. Du mit dem Überraschungsding hast du uns aus dem Konzept. Ah, ja, genau. Von vornherein, klar. Überraschung. Jetzt liest schon jeder deine Top 10. Ja, ist, Entschuldigung. Die Überraschung. Also, eine der Überraschungen des Jahres ist für mich halt Maleficent, weil auf Empfehlung von Max habe ich mir den dann halt angeguckt und ich stimme ihm da auch voll zu. Der Film ist wahrscheinlich in der ersten Viertelstunde stärker als in all dem, was hinterherkommt. Aber ich bin echt Fan davon, dass der Film, obwohl der so überladen ist mit Animationskram, wie zum Beispiel auch Avatar oder Alice im Wunderland von Tim Burton, hat der Film es geschafft, Herz zu haben. Und mich hat einfach diese... Also das ist ein ganz einfacher Plot, aber der hat halt so was Märchenhaftes, dass er die ganze Zeit über mitschwingt. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und klar, auch viel Teal and Orange. Da wäre auch Michael Bay wieder stolz drauf auf die Farbkontraste. Aber mir hat es einfach super gefallen. Deswegen von mir auch eine 8 von 10. Fand ich, war eine der positivsten Überraschungen des Kinojahres. Gehe ich mit dir auf jeden Fall Hand in Hand, wenn es darum geht. Trotzdem ist er bei mir nicht bei den Überraschungen dabei. Da ist nämlich ein ganz anderer, wundervoller, toller Film dabei. Und zwar die absolut größte Mega-Überraschung für mich war Dumm und Dümmer. Und da muss ich einfach sagen, ich bin in einer absoluten YOLO-Aktion mit Max da rein. Es war wirklich YOLO. Ob das wir haben den Film einfach, also der Film hatte Schwächen, der war hinten raus zu lang und der Film hat Kotze, Pipi, Kaka-Humor und der Film hat auch blöden Humor eigentlich, aber der Film war unendlich lustig teilweise. Kurz gesagt, alles, was einen Film richtig groß macht. Richtig, genau. Und der Film hatte teilweise echt so richtig geile Momente, da werden ein paar Gags gemacht. Ich bin mal gespannt, ob ich da noch ein zweites Mal drüber lachen kann. Aber da werden auf jeden Fall ein paar Gags gemacht, die du nicht kommen siehst. Und dann sind sie auf einmal da und dann kriegt es dich komplett. Und deswegen Dumm und Dümmer auf jeden Fall für mich die größte Überraschung des Jahres, dass Jim Carrey das noch so mit Jeff Daniels, so nach 20 Jahren hinbekommen hat. Maximilian, hast du noch was zu erzählen? Ja, also die Überraschung werde ich, glaube ich, ein bisschen mehr in den Tops dann nochmal sagen. Mhm. Aber meine Überraschung, erst vor kurzem gesehen, ist tatsächlich Need for Speed. Beste Videospielverfilmung, die es gibt, meiner Meinung nach, auf dem Markt. Nicht unbedingt meine Erwartungen komplett unterlaufen im Positiven, aber einzelne Akzente gesetzt, die ich so gar nicht erwartet hätte. Und, eigentlich wollte ich da später nochmal drauf eingehen, eine unglaublich gute Emotion Pools. Seit Olivia Wilde, die ich immer wieder erwähne in Tron Legacy, keine weibliche Action-Darstellerin, wenn man das so nennen darf, gesehen, die so authentisch spielt. Okay, ist also noch besser als Far Cry von Uwe Boll. Ist das überhaupt möglich? Es ist möglich und es ist wirklich, ich war ganz begeistert und der Film hat auch überraschend viel Herz, aber da sage ich vielleicht bei den Tops dann nochmal später was dazu. Need for Speed, meine Überraschung 2016. Und damit bitte... Markus? Ja, ich überlege gerade noch. Ganz kurz überlegen. Schnell. Also ich nenne jetzt nicht den Film, den ich eigentlich nennen wollte, weil der sowieso in der Top-Liste drin ist. Und ich nenne jetzt Lucy von Luc Besson, weil mir der Film einfach sehr am Herz liegt. Ich weiß, ich wurde da von vielen Menschen gescholten, denen ich gesagt habe, Lucy ist so geil, 9 von 10. Und alle schreiben mir dann irgendwie so instant nach dem Kinobesuch, der ist totaler Mist, der ist totaler Kacke, der ist totaler Kacke. Ja. So hat Markus 5 seiner Freundin privaten Insolvenz getrieben. Genau. Sorry nochmal, aber ich stehe dazu, ich feiere den Film richtig hart, 9 von 10 von mir, weil ich es halt geil finde, dass der Marius jetzt aufsteht und mich aus dem Konzept bringt, aber ich werde einfach ganz normal weiterreden. Lucy gefällt mir so gut, weil der Luc Besson da einfach das macht, was er am allerbesten kann. Nerv mich nicht, du Spaß. Sieht halt so lustig aus, wenn noch zwei Leute am Tisch sitzen und einer schläft. Er macht das, was er am besten kann, denn er feiert sich und seine Regiekünste halt irgendwie selbst. Er hat eine saudumme Prämisse und die zieht er meines Erachtens so konsequent durch und überreißt es komplett von allem, was visuell geschieht und ich habe wieder mega Bock, mir den Film wieder reinzuziehen. Ich feiere da echt alles dran, also gerade diese Regieeinfälle, wenn er da noch hingeht und diese Attraktionsmontage des sowjetischen Revolutionskinos irgendwie aufgreift, da muss man schon Eier haben, um so einen Scheiß zu machen. Deswegen von mir, das ist eigentlich so noch eine Empfehlung des Jahres von mir. Guckt ihn euch an, er wird euch eh nicht gefallen, aber ich finde ihn geil. Damit würde ich sagen, war es das fast mit diesem Video. Weil wir so schön beim Thema Flops sind, habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut, um euch beiden... Jeder kriegt seinen Flop des Jahres auf DVD. Nämlich. Heute noch ein kleines Geschenk zu machen, natürlich in weihnachtlicher Atmosphäre. Ich habe für
euch beide noch ein kleines Geschenk. Und das ist, das ist das zweite Mal innerhalb von 5 Tagen, dass mir jemand was schenkt und ich habe nichts für die Person in der Hand. Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut und versucht, euch die beschissensten Filme aller Zeiten anzubringen. Kriegst du jetzt Goodfellas, aber dann kannst du ihn mir geben. Also ich entweder hab den tauschen, vielleicht ist dein Top. Ich sag mal jetzt im, ja, im schönen Auspackwahn von Weihnachten. Was? Sag ich auf Wiedersehen, wir sehen uns am Dienstag. Alter, der hat voll die guten Festival-Dinger. Nee, der war einfach nur dabei. Wir sehen uns am Dienstag zu unseren Top 10 Filmen und dann war's das von uns jetzt erstmal. Feiert noch ein bisschen Weihnachten. Und lasst die zwei auspacken. Vielleicht zeigen wir euch gleich noch, was für Filme das sind. Auf Wiedersehen, tschüss, ciao. Tschüss, tschüss, und bis bald. Auf Wiedersehen. Wie viele Star Trek Filme gibt es bis zum heutigen Tag? Ich weiß das sogar. Ich weiß es sogar. 12. Ja. Das ist richtig.